wie fragil die Märkte sind, sehen wir aktuell, wenn wir auf den kurzfristigen Chart gucken. Wir haben es gestern miterlebt, um Himmels Willen, was war das denn für eine Aktion? Der Kurs mal eben runtergestürzt, ziemlich zügig und hat sicherlich bei dem einen oder anderen fast schon zur Panikaktion dann geführt. Ich hoffe, niemand musste darunter leiden. Der Kurs hat sich letztlich dann doch wieder erholt und ist weiter nach oben gestiegen. Wo soll er denn sonst auch hin? Bei aller Liebe. Aber wir sehen, dass der Markt nervöser wird, dass er anfälliger wird auf bestimmte Geschichten. Wir haben es gehört, es gibt ein paar Theorien, was den Markt da getrieben haben könnte. Markus Hugmann hat dankenswerterweise da ja schon den ein oder anderen Gedanken fallen lassen dazu. Aber unabhängig davon, ob es dieses oder jenes Ereignis ist, es zeigt zumindest mal, dass so mancher Marktteilnehmer doch ganz schön nervös aktuell ist und nicht so sicher ist, ob die Longrichtung dauerhaft jetzt wirklich die richtige ist. Klar, man hört die ewigen Unterstützer des Bullenmarktes, die ganz klar sagen, es kann doch nur hochgehen und wohin soll er denn sonst gehen? Ja, aber die Frage ist halt ununterbrochen oder gibt es doch einen Rücksetzer? Der täte zumindest mal gut dem Markt, selbst wenn wir auf der kleineren Zeitebene mal unterwegs sind. Wir sehen das hier im 4-Stunden-Chart. Das wäre etwas, was sich sicherlich viele wünschen, dass er wenigstens ein bisschen runterkommt, um dann wieder hier den Einstieg zu ermöglichen. Eine Geschichte, die ich ja mal ganz gerne beobachte, auch wenn sie auf dieser Zeitebene im Moment relativ schwer zu finden ist, auf den ganz kurzen. Allerdings durchaus, also achtet ein bisschen auf eurer Lieblingszeit, ob es dort oder in den Zeiten, die ihr für den Handel dann auch umsetzen wollt, ob da das an der einen oder anderen Stelle dann eben passiert. Das gibt relativ sichere, was auch immer sicher an der Börse ist, aber Einstiegsmöglichkeiten, ohne dass man gleich Haus und Hof riskieren muss, weil die Stops halt so ewig weit entfernt sind. Und ihr wisst ja, die Stops spielen da eine ganz, ganz, ganz wesentliche Rolle. So ein Bild erwarten wir übrigens auch beim Goldkurs, denn da ist es fast ähnlich. Hier im 4-Stunden-Chart sehen wir das einen deutlichen Anstieg. Wir würden da jetzt einen Rücksetzer eigentlich ganz gerne sehen. Der würde uns dann die Möglichkeit geben, auch in diesem Markt dann einen Einstieg dann zu finden für eine vorläufige Long-Position. Ihr seht also, so richtig bärisch ist er noch nicht drauf. Das stimmt tatsächlich, auch wenn ich ein bisschen mich schwer tue, bei all dem, was ich so rechts und links nebenher höre, davon auszugehen, dass das jetzt noch eine ganz lange Kiste wird. Es werden doch immer mehr, die sich für die Börse interessieren und die auf einmal mit ganz tollen Plänen auf den Markt stoßen, wo man sich die Frage stellen, du auch, Brutus, du jetzt auch im Markt? Das ist doch jetzt schon klar, dass das eigentlich eher das Ende der Bewegung zu sein scheint, wenn dann auch diese Marktteilnehmerschaft da auf den Markt stößt. Bei Silber übrigens, da sind wir sogar schon einen Schritt weiter. Wer will, kann sich das natürlich selber mal angucken. Wer unsere konkreten Handelsmarken dazu sich angucken mag, der ist eingeladen beim Trade des Tages, Link hier unten drunter, sich anzumelden. Es ist kostenfrei, kriegt dann diese Informationen auch immer zugeschickt, um informiert zu bleiben. Denn da sehen wir sogar eine Situation, die vielleicht aktuell besser ist als beim Goldkurs. Deutlich besser sogar und deshalb auf jeden Fall eine Bemerkung wert. Wer also unsere ganz konkreten Ein- und Ausstiegsmarken gerne sehen will, der kann das gerne tun. Wie gesagt, es kostet nichts. Da gibt es sogar noch eine Variationsmöglichkeit, die wir dort allerdings nicht haben, denn Variation ist bei konkreten Marken immer ziemlich doof. Wer aber an solchen Sachen auch Spaß hat und auch mal auf einer kürzeren Ebene sagt, ah, da würde ich auch gerne hin und wieder mal einen Einstieg nochmal dazu finden, der ist bei Born for Trading ganz gut aufgehalten. Auch dazu ein Link unten drunter. Ihr könnt das Ganze kostenfrei und völlig ohne Probleme mal ausprobieren. Und müsst auch keine Sorge haben, oh Gott, dann ist das ja nachher die Waschmaschine, die dann geliefert wird. Nein, so ist es natürlich nicht, aber schaut es euch selber an, dann kriegt ihr solche Nachrichten auch immer mal wieder aufs Smartphone. Einfach um Ideen und Anregungen, konkrete Sachen, allerdings auch manchmal Know-how-Fragen dann eben auch für unterwegs oder wann auch immer sie gerade auftauchen, dann zu bekommen. So, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal alles Gute, drückt euch die Daumen, dass ihr euch nicht verrückt machen lasst vom Markt, sondern die ein oder andere Situation sinnvoll nutzen könnt. In diesem Sinne euch alles Gute und ganz liebe Grüße.